Ja, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. Wir fliegen ja im, wie auch immer man diesen Ort eigentlich nennt, herum mit unserem Gummijet und au, 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 au. Nein, da. Okay, dann nämlich. Wir haben von Jens Zit, Meister Jens Zit, herausgefunden, was wir machen sollen, wo wir hin sollen, was wir tun sollen und ja. Hier ist Hollow Bastion und da betreten wir jetzt und Ende. Luke Recap. Wir sind der Schlüssel, wir sind der Auserwählte, wir müssen Leute retten, wir müssen die Welt retten und so. Das Übliche halt. Die Organisation 13 müssen wir besiegen, Herzlose erschlagen. Maleficius wahrscheinlich erledigen, weil die zurückgekehrt ist im letzten Part und ja. Da ist Karl. Maleficent! Maleficent! Maybe they really did finish her off. Ooh, this castle sure ain't what I expected. No shine, no nothing. Oh, now what's gonna happen to our plan? Okay, was hat's mit diesem Rahmen auf sich? Ich verstehe nicht. Ich habe, glaube ich, Dornröschen nie gesehen, oder? Ja, wenn dann schon einmal vor vielen, vielen Jahrzehnten. Bei Mogri. Da ist auch noch einer. Wir sind ja keine doppelten Leute, wie in Twilight. It's Hollow Bastion. Gosh, she looks kind of different now. Oh, not in the dead of doing okay. Uh-oh, looks like we're gonna have to do some fighting. Ah, was? Kommt denn da auf? Hollow Bastion. Ah, einer der besten Welten, damit schon am Anfang. Haha, Marktplatz. Und da ist schon ein Puzzleteil, das nehmen wir uns doch. Joink, ja, noch ein Teil. So, warte, haben wir überhaupt Geld? Nee, ne? Jeder von unseren Läden, an denen du bereits warst, werden auch in den Läden in großen Städten verfügbar. Okay. Ja, Ability. Brauche ich nicht. Ein Schattenkettchen. Ich habe sogar Geld, aber das ist jetzt nicht notwendig. Waffen allerdings. Obwohl die Hammerroute ist nicht so gut. Die gibt, glaube ich. Obwohl die gibt auch Magie. Warte mal, wie viel hat? Okay. Form-Abilities sind fixed. Indem man Level einer Form schreibt, können die Abilities selbst außerhalb dieses Form eingesetzt werden. Ein Schlüsselschwert. Durchschlagskraft und Ability. Doppelte Durchschlagskraft und eine zusätzliche Ability. Erlange Abilities und Stärke von beiden Waffen. Zwei Waffen können angelegen werden, ja. Und Items wähle ich so aus. Wähle eine Form aus. Wähle eine Waffe aus, die als zweite Waffe angelegt werden soll. Ich habe bis jetzt nur eine Waffe, also kann ich ja nicht machen. Aber zeig mal hier. Guck mal, was wir alles für die Sachen haben. Boah, geil. Ja, gleich mal zeigen. So, Donald, wie viel Magie gibt das? Eins, ja, komm, egal. Allgemein weiß ich sowieso nicht, was ich mit dem Geld hier anfangen soll in dem Spiel. Puff. Und puff. Geil. Da hat man neue Waffen. Jetzt sind irgendwie alle Leute hier weg, die gerade vorher herumgelaufen sind. Sprich mit dem Mogi in den Städten. Sie können aus verschiedenen Materialien Items herstellen. Sondern die Materialien für die Itemherstellung, verschiedene Gegenstände herzustellen und auch ein bisschen Puzzleteil. Ich war noch nicht dran, ne? So, erstmal alle Sachen abgeben. Für das Rechner ist damit zieht. Elixier halten. Geil. Genau, glaube ich, noch nichts herstellen, ne? Ich muss erstmal ein paar Sachen hier einlagern. Hi, Onkel Lagobert. Du bist nicht mein Onkel, aber trotzdem. Onkel Dagobert? Wer? Donalds Onkel, ein ganz großer Geschäftsmann.
Freunde, die jetzt überall auftauchen, reisen wir zusammen mit dem König die Welten in einer Gummijet. Sein Ziel war es, ein Transfersystem aufzubauen. Ein Transitsystem! Was soll der plötzliche Aufruhr? Oh, Donald, du bist es. Und Goofy, hallo zusammen. Fein, gut seht ihr aus, gesund und munter. Du aber auch, Onkel Dagobert. Ach, schön wär's. Ich schaffe es einfach nicht, mein Lieblingseis von früher nachzumachen. Ich würde mich dumm und dusselig verdienen, wenn das klappen würde. Schmeckt furchtbar. Dann esse doch nicht. Außerdem, wozu braucht er eigentlich noch mehr Geld? Der ist doch schon stinkreich. Leon und die anderen sind im Wohnviertel. Sie sind zu mir ins Haus gegangen. Aha. Na gut, dann zeige ich euch mal was ganz Tolles. Nach dieser Katze. Das Holobäschchen, das wir kennen. Wo die Musik gleich ist. Hey, what's going on? That's the town's defense mechanism. Hi, Yuffie. Yuffie. Look out! Oh, hi. Na? Schon die ersten jemanden, die wir bekämpfen. Was soll denn das? Besiege ihn niemand, ey. Ihr solltet doch gar nicht existieren. Helmform! Ganz wichtig, dass wir hier aufleveln. Diese Form levelt auf, indem man... Also jeder Schlag, den man hier ausführt in dieser Form, gibt einen Erfahrungspunkt. Deswegen sollte man so viele Schläge wie möglich ersetzen. Ich habe Item Boost, sehr gut. Oder ist am Anfang sogar noch relativ nützlich. Hey, you guys! Wow, ich merke gerade, wie nützlich es ist, das Schwert, das Schild bin zu haben am Anfang. What'd you expect? Hey, unsere Kleidung ist da rot, like ja? Okay. Well, what did you expect? How are the others? Great! Hey, Yuffie, have you seen the King and Riku? Nope. But I had a feeling I'd see you guys again. We may never meet again, but we'll never forget each other. Is that supposed to be Leon? Everybody's working on stuff over at Merlin's house. Come on. Diesen Raum allein. Karte von der Stadt erhalten. Hey! Ja? Da aufs Maul! Lass mich mal ganz kurz hier rein. Wenn ich mich irre, dann müsste das jetzt so klappen, wie ich mir das vorgestellt habe. Bei manchen Cutscenes, wenn man in der Form in eine Cutscene reingeht, dann ist man am Ende der Cutscene wieder zurückverwandelt. Und hat dann wieder die gesamte Drive-Form voll. We missed you. Well, if you ain't in top shape, I knew it. Knew what? Weil sie sehen voll sommerkleidig aus. You guys, all at the same time. You remembered? Wait, does that mean you forgot about us? Wie kann man nur andere Leute vergessen? Oh mein Gott. Sekunde. Where? In cold storage? Nein, wir sind eigentlich im Fallout. It doesn't matter. This is great. Wow. Everyone's together again. Meine Stimme. War die im ersten Teil auch so schlecht? Have you seen him? Right. Ich meine, das ist echt schlecht. But let us know if there's anything we can do to help, okay? Okay. Thanks. Don't go thanking us just yet. Hollow Bastion's got a problem. A big problem. You mean, like, nobodies? And heartless? That's right! Sounds like you could use our help. Then let's cut to the chase. Sora, Donald,
Goofy. We were hoping the three of you might give us a hand around here. Like we're gonna say no? I forgot who I'm dealing with. Hey, what do you mean by that? Just think of it as a sort of Leon compliment. Mein Gott, ihre Stimme ist wirklich, wirklich nicht gut. Follow me to the Bailey. There's something you need to see. Hi, Bailey. Oh, I thought it was you. Right on time. It's Ryan! Sora and the gang said they're gonna help out. Splendid. We'll count on you. Right. Right. Ah, yes. Did you give them the cards, dear? Oh. Was? Yu-Gi-Oh! Karten? Here. They're presents for you. Leon thought you might like to have them. Hollow Bastion Restoration Committee Honorary Member. That was your cards. Kinda cool, huh? Hey, thanks, Leon. Huh? Oh no! We're supposed to be at the Bailey! Das ist deine Schuld, Merlin. Du bist aber auf den Weg gekommen. Das. Einen Moment, Sora. Was ist mit deiner Magie? Hm? Oh, stimmt, ja. Habe ich vergessen. Vielleicht hast du sie vergessen, als du geschlafen hast. Ja, das ist irgendwie so ein Trend hier. Tja, was machen wir denn jetzt mit dir? Ich werde dir wohl ein paar Sprüche borgen müssen, aber sei vorsichtig, wenn du sie benutzt. Du könntest dich verbrennen. Danke, Merlin. Was soll das bedeuten? Dann los, auf zum Außenhof. Aber holt dich. Holt dich, tot dich. Mitgliedskarte. Eine Mitgliedskarte des Hollow Bastion Wiederaufbaukomitees. Ein seltener Ausweis für die Mitgliedschaft ehrenwertbar. Eiselement verschießt Eiskristall auf das Ziel ab, über das Kommando Magie anwenden. Okay. Nein, ich bin noch im Dings. Warte mal. Mit Ernst kann man den ganzen Jahr, aber ich habe hier einen kleinen Trick. Ha! Wir gehen mal kurz zur Weltkarte. Weil das Geile an den Formen ist, wenn man mit einem Speicherpunkt wieder zurück zu links geht, zur, zum Gummijet, dann hat man auch wieder alle Drive-Punkte wieder. Man die Welt wieder betreten. Das ist halt auch allgemein so, auch wenn man nicht, was auch gar nicht. Welche jetzt überhaupt hin teleportiert? Keine Ahnung. Egal. Da wieder Drive voll. Ho. Jetzt gucken wir mal, wie viele Erfahrungspunkte wir damit haben. Hallo. MP-Aufladen. Ist die MP-Leiste leer, lädt sie sich auf, bis sie voll ist. Bei 0 MP lädt sie sich die Leiste auf, bis sie voll ist. Wähle unter Einstellung Sora für diese Einstellung soll. Was? Diesen Einstellung gelten soll. Achso, wähle einen Zauberschub raus. Bla bla bla. Okay. So, ich habe Itemboost. Ich kann mir sogar noch leisten. Her damit. Der wird den Effekt von Kampf angesetzten als die HP herstellen. 50%. Brauche ich eigentlich noch gar nicht, ne? Potions heilen 40. Oh, er tut Prozentzahlen heilen. Stimmt. Und da ist 60%. Vielleicht fast hoch. So, Eis auf Kreis ist gut, ja. Ja, stark, das Heldenform. Nächste Level 28. Wow, wir haben schon 52. Das heißt, ich krieg jetzt schon eigentlich ein Level ab. Im nächsten Kampf, wo ich die einsetze. Übrigens. Da komme ich nicht dran, oder? Doch. Ja, ein Wachenteil. So ein Schrank, den Merlin immer verkleinert. Juppie! Wenn ihr nach rechts geht und dann nach oben, kommt ihr zum Außenhof. Da schwirren Herzhose rum, also rüstet euch vorher für den Marktplatz gut aus. Das Klärchen. Hier und ist zum Außenhof gegangen, lass uns lange warten, ja. Aber die Verteidigungsgerätschaften der Stadt gesehen, sie heißt Claymores. Sie sind nicht so stark wie ihr, aber je nachdem, wie ihr sie einsetzt, können sie wirklich hilfreich sein. Anscheinend sammelt deine Kleidung sphärische Energie auf, wenn deine Magie aufgebaut ist. Du brauchst also nicht sparen, sondern mit uns zu gehen. Mit der Zeit legt sie sich wieder auf. Das heißt, wir können jetzt sowieso einfach nur rumballern mit Eis, weil wir sowieso keine Heilmagie haben und so. Ja, erstmal. Boah. Erstmal die Heldenform ein bisschen aufleveln.
Da muss jeder Sitz, jeder Schlag treffen. Das ist zu wenig, mehr. Und kann später auch geöffnet werden. Wuff, Maximum AP, brauchst du noch nicht viel. So, außerdem laufen auch schneller in der Form, ne? Ja, mit Viereck kann man den hier machen. Man kann einen Combo-Abschluss anfangen, wenn man den mitten in der Combo einsetzt. Auch zur Heldenform habe ich gelernt, das wollte ich eigentlich nicht lernen. So, ach mehr Schläger. Wuff. Oh. Jetzt Magie. Wuff. Ja, wir haben sowieso keine. Halt mal wieder, machen wir einen Spaß. So. Ein Driver, der halt Drive-Energie. Aber wenn die MP-Leiste leer ist und lila wird oder pink, dann tun unsere Drive-Leiste auch schneller aufladen. Deswegen ist es erst recht gut, hier noch MP zu verballern. So, wir haben Auto-Helmform gelernt. Damit können wir mit Dreieck in die Helmform gehen, wenn wir AP niedrig haben. Aber das ist irgendwie mehr nervig, als es hilfreich ist. Deswegen lassen wir das. So. Manchmal 48 Schläge. So. Ich weiß mal, alle Schatzungen und so einsammeln. Die ich hier noch gefunden habe. Oder weitergehen. Wir versuchen die ganzen Formen hier on screen zu leveln. Ich möchte allgemein nichts hier im Spiel machen. Ja. So. Die sind, glaube ich, noch weg, ne? Ja, nicht. Level up wäre nicht schlecht. Nein, das darf jetzt nicht wahr sein. Na gut, dann gehen wir zu Leon. Dürfen wir auch schaffen. Dafür nehmen wir eine krasse Abkürzung. Huh. Voll krass, was? Puff. Potions 3, okay. Werde ich wahrscheinlich auch brauchen jetzt, für was jetzt kommt. Für das, was jetzt kommt. Schon ganz schön zügig hier in dem Spiel voran, finde ich. Das habe ich nicht geplant. Zügig, aber ordentlich. Das ist meine Strategie. In diesen Spielen jedenfalls. Look at that. Hm. We want to restore Hollow Bastion to what it used to be. Who knows? Maybe even something better. There's still a lot to do. But I'm sure we can handle everything. Except for that. Dieser große Pool von herzlosen Soldaten darstellen, ne? And that. We'll handle him. Well, that's good to hear. So, Sora, do you know what's going on then? There's this guy, Pete, who's been going around plotting with the Heartless. But he's not smart enough to tie his own shoes. The ones we need to worry about are the nobodies. Hambo's Organization 13 guy's in charge, too. You called? Nein. You're doing well. Who's that? This calls for a celebration. Niemand. Noch mehr niemand. Okay. Warum können die nicht einfach da drin spawnen? Das ist doch gerade auch passiert, ne? Und jetzt heißt es, ich muss das hier beschützen. Da konnten die niemanden nicht irgendwie da drin spawnen. Aber okay. Buff. Hey, bleibst du gefälligst hier. Ah, nee, kannst du fahren. Dann machen wir halt eben die Walde. Alter, musst du die Finger weg? Oh, AP. Und Magiekraft. Wird auch, glaube ich, noch gar nicht blöd, ne? Aber niemanden hinterlassen, nur... Und Pilz, also könnt vielleicht ein bisschen Magie einsetzen.
Und ich habe mir auch gespart für die Viecher, ja. Weil die können ganz schön nervig sein, die Samurai ist. Finger weg von dem Teil. Ja, ich möchte mich mit denen nicht messen. Ja, ich glaube ja auch. Okay. Reflektor, aua. Ja, wenn ich jetzt nur mich in der Drive-Form verbreiten könnte, ne, aber geht dann. Ich brauche Goofy. Schön Dreck. So, ich habe meine Potion eingesetzt. Alter. So, vermittert? Okay, naja. Puff, das war knapp. Ja, ich müsste in die richtige Zeile gehen mit dem Teil. Der Spalte mit Zeile. So, hier kommt niemand durch und ich habe Feuerelement gelernt. Sehr schön. Alles läuft nach Plan, ja. The Keyblade. A truly marvelous weapon. Were it only in more capable hands. Show yourself. Da sind sie, die Organisation 13. Oder was noch von ihnen übrig ist. Organization 13! Good, now we can settle this. What a shame. And here I thought we could be friends. Stop! Hallo, Lieblingscharakter. What's the big idea? Oopsie daisy. Move! Now, do you think that's polite? Shutting me down like that? I said get out of the way! As if. You can talk all you want, but that won't change a thing. But we are gonna make you move. See, that would work if I were just any old dude. Except I'm not. I'm with the organization. Nothing any old about me. Huh. Tough talk for someone who stood on the sidelines while his nobody flunkies did the fighting. Oh dear. I think you got the wrong impression. You gonna cry? As if. Why don't I remind you how tough the crowd you're dealing with really is? Remind me? That's right! He used to give me that same exact look. I guess you think you can psych me out by saying really random stuff. Gee, I just don't know. Okay. Be a good boy now. Die Sache ist, selbst wenn man das Spiel kennt, den Sinn dieses Gesprächs habe ich noch nie verstanden. That was weird. Weil darauf wird irgendwie nie zurückgekommen, irgendwie. You know, I think he was just trying to confuse you. Yeah, you're right. Only one me. The Hollow Bastion Restoration Committee Honorary Member. Wow! Huh? Oh. What's this? Ah. Gorsh, you think? Aber Hollow Bastion echt in einem Part geschafft. Da gibt's halt nicht.
Abbott. Oh, now I get it. That must have been the gate Yen Sid talked about. I'm fine. Sorry to run, Leon. But other worlds are calling. Organization 13. They look tough. Be careful out there. See you soon. 25 Minuten in Hollow Bastion. Alles erledigt. Geil, war Anzim, richtig. Ein Brief von Anzim dem Weisen verfasst. Kann Jimmys Tagebuch eingesehen werden. War geil. Die werde ich wahrscheinlich sehr viel später, wenn überhaupt, lesen. Wenn ich alle ab. Ich glaube, ich den ersten Teil gar nicht gemacht, ne? Noch mehr sehen. Das ist auch, glaube ich, aus Final Mix. Do my eyes deceive me? Does he really have the power to wield the Keyblade? He's nothing but a boy. Give him a chance. It means he's straight as an arrow. He's pure of heart. Unlike all of us here. He had better be. Or else he's worthless. I truly hope he's enjoying himself on his adventure. Maybe he'd like a hand to determine his fate. Hey, as long as it works in our favor, we can let him do what he wants for now. Then we'll all jump in if needed. Those are bold words coming from you. Are you saying you'll volunteer to take care of it if things go wrong? Huh? What? Me? No, you have the wrong guy. I'm not comfortable with that. You act as though you have a conscience. When was the last time any one of us felt anything? Truer words were never spoken. Well, I suppose the fun will have to. Stell mir deren Freizeitaktivitäten ganz schön langweilig vor. Do you know what happens to those who lose their true purpose? Inevitably, they destroy themselves. Gentlemen. The hero of the Keyblade has embarked on a new adventure. Make sure it is one he will remember. Now go. Im Gegensatz zum letzten Teil, meint er. Wo sie jetzt ja sich nicht dran erinnern können. Dreck. Okay, wieder auf zur Weltkarte. Boink und... Da oben sieht man, dass Twilight Town weg ist. Oh nee. Ah, ah. Hey, what happened to Twilight Town? Ja, kein Plan. Gone. Wir haben jetzt zwei weitere Welten. Da muss ich hinfliegen und Dreieck drücken. Dann kann ich fliegen. So, Klärung zu Ende. So, dann welchen Part ihr beenden. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst doch ein Like, ein Abo, ein Dislike, einen Kommentar. Damit der Knall hoffentlich wächst und ihr auch immer auf dem Laufenden bleibt. Mit einem Parts. In dem Sinne hoffe ich, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zur nächsten Folge.